Hallo Leute, Bibi auf Rang 10, das ist der Plan für heute. Wer interessiert denn die Scheiße überhaupt? Jetzt spiel ich schon wieder mit Genie und Dick, Alter. Jetzt spiel ich gegen Mortis und irgendwann. Schau, ey, der erste Alter schlägt er nicht da und jetzt, ich kann zweimal schlagen, ich nicht einmal einmal. Wo ist er denn jetzt? Jetzt haben wir geschlagen, einmal wenigstens. Ich möchte gerne schlagen und schießen. Ist jetzt erwischt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ja, jetzt schieß ihn Scheibe! Ich wollte den Ball vorher schießen, nicht nachher. Wenn ich daneben zähle. Den Scheiß aufbaut. Jetzt hat sie es mal weggenommen. Jetzt erwische ich sie nicht mehr. Ich habe jetzt mehrere Schläge gemacht. Er schlägt nicht da! Eins und vier gegen eins und sechs. Oh, wenn ich zuvoren. Bibi ist Rang 3. Ich habe die Star-Marken gekriegt. Ich habe jetzt eine 60. Ich spiele jetzt noch eine Runde Pro-Ball mit dir für euch. Einfach nur deswegen, damit es nicht auch seht, wie gut es ich Pro-Ball mit ihrer spielen kann. Die haben wir gekillt. Dann gehen wir dorthin. Warum schießt er? Also, er hat geschossen. So, wir müssen mal Flüchte kochen. Ja, war keine Ahnung, was jetzt schon wieder passiert ist. Storm und unser Bam, Alter, hat die Mission auch, Alter. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt vorgehabt hab. Komm ja nicht nach. Ah, sie hat mich einfach von hinten gekillt. Ich hab... fünfmal geschlagen und sie ist nicht down gegangen, Alter. Erste Spiel Ballball und ich kann noch schon eine Scheiße verlängern. Schau, warum schießt sie, Alter, und ich nicht da.
Alter, von was stirb ich da die ganze Zeit? Ja, genau das ist passiert. Komm on, Alter, jetzt wird er geschossen. Endlich, Alter. 6-2-1, der Spike ist Starspieler, 2-3-1. Dann haben wir einen 6er Spike gehabt, Alter, und der hat sich so schwer down, Alter. Nie mehr will ich mit denen zusammenspielen. Spiel noch eine Runde, Alter. Das muss man einfach mal Spaß machen. Also wir haben auch Frank Tick und wir spielen gegen Tara, Bibi und Frank. Ich bin auch Bibi. Ich kann schon wieder nicht rein, aber ist wurscht. Jetzt wieder neben Chancen. Er stand uns. Wir müssen Sicherheit rein. Also er ist in die falsche Richtung gegangen. Der Healer, der Heal hat uns da geschossen. Ist das gut zu fern? Ah, sie hat schon da geschossen. Schau, warum, Alter, warum hat die dreimal schießen können und die nicht einmal einmal, Alter? Was soll denn der Scheiß, Alter? Ja, es hat der Tiki sein Verfolger und da geschossen. Ich war Starspieler, wir haben 2-2-1 gegen 1-1-1 gespielt. Ja, fix, ich spiele nochmal mit dem Dick zusammen. Also, vor allem mit dem Dick, der Frank spielt mehr mal mit. Voilà, ich bin Frank, ich will Starspieler sein, sonst spiele ich nicht. Wir kriegen mal einen Crow dazu, wir spielen mal gegen Dick, Boko und Leon. Es wird eine harte Partie werden. Ja, ich bin auch da herum. Keine Ahnung, was für eine Mission dass sie haben, aber. Ja, wir haben so schwer da und dabei ist ein Spieler von einer kompletten AFK, der hat noch keine einzige Bewegung gemacht. Doch, Leon ist aktiv. Wir haben da mitgeschlagen. Alter, wie ist er nicht da? Ja, so muss ich gehen, einfach kurz da rein. Nur Starspieler 2-2-1 gegen 3-9-4. Ist ja der Leon, er hat keinen einzigen er hat nichts gemacht, er war nichts da. Bibi ist auf Rang 6. Also ich würde schon gute Sachen gemacht haben. Ich kriege mal einen Mortis dazu, wir spielen mal gegen Dick Piper und ich habe vergessen, wer es ist. War es auch Bibi oder war es auch Mortis? Ist ja vollkommen scheißegal, Alter. Werden wir es gleich sehen. Unser Mortis war Bibi. Yes. You made a big mistake!
schießen. Kurz zurückziehen. Oh. Ah, jetzt mit zurückziehen. Wenn man Level 3 Belohnung macht, der hat jetzt gesehen, dass er mich angreifen kann und muss da in Sicherheit in den Hallen. So, da. Schon mal eins ausgefunden. Und zwar. Downton. Wenn man auf Level 26 zurückkommen kriegt. Nicht erwischt und die Planeten garten. Ich muss jetzt den Angriff aufnehmen, aber jetzt ist sie bei mir. Ja, okay, aber es ist auch zu zweit bei mir. Wenn man Level 4 Belagerung kriegt, wir sind im Angriffmodus, wieder mal sagen, weil er mit der Level 4 Belagerung nicht jetzt zum Beispiel sagen. Ja, es bringt gar nichts, weil ich komme zu ihrer nicht so wie und auf der Seite bin ich angegriffen worden. Auch. So ihn so jemals Starspieler, aber er ist down. Er ist down, über Starspieler. 2-2-3 gegen 4-2-4. Wir waren mal powermäßig und ich kann es gar nicht, nicht einmal ausrechnen. Jetzt 3 Punkte unterlegen, jetzt müssen wir nicht mehr spielen. Wir haben Rang 7 allein. Nur Belagerung, ist mir egal. Langsam kommen wir ein bisschen rein ins Timing von die Schlag. Wir spielen mal gegen Dick. Bibi und Bam, ich bin Bibi, Tara und Rico, sind bei uns im Team, die Schrauben ist in der Mitte, ich habe meinen Schlag aktiviert, ich aktiviere meinen Schlag und erwische ihn. Ich unterwische, ich muss in Sicherheit gehen, ich habe keine Chance. Aber ist egal, neues Leben, neues Glück, hier haben wir 2 Schrauben, die haben auch Schrauben und wenn alles gut geht, machen wir eine Level 2 Belagerung und holen wir 4 Schrauben. Fahren wir, haben sie den geilen Move gemacht, Alter. Ich war nichts da und sie haben einen geilen Move gemacht. Bam kommt und hat. Was soll ich denn da, Alter? Ernsthaft, was soll ich machen? Komm nicht zu mir. Ich bin zu dumm gewesen. Weißt du, was mich interessieren darf? Wie viel Schaden, dass ich mache, wenn ich einen Angriff starte? Wir jetzt einfach mal, dass ich ihn hier angreifen. Was ist da mal? Was ist da wieder in den Hinkwerk? Wie ist das da? Wie lange ist das da? 3% schon. Ja, natürlich war er AFK, nur mit dem 5er rum. Hihihi, er hat mir auch gemacht. Rico hat es gemacht, wir haben 1-2-5, Rico war Starspieler. Wir haben Bauer 8 gehabt, die haben Bauer 7 gehabt, ich war mal 1 überlegen, er will mir aber spielen. Aber es geht weiter. So ist's und schreit er. Dauerrunde Belagerung. Ich komme schon langsam ein ins Spiel. Ich habe natürlich Probleme mit der Reichweite. Wir spielen mal gegen Tara, Dick und Bibi. Wir sind mal Bibi, Dick und Genie. Die Kombi haben wir schon einmal gehabt. Oder weiß ich nicht, ob wir das schon mal gehabt haben. Habe ich glaube ich schon einmal gespielt. Ich weiß nicht, was er für eine Mission hat. Es ist keiner da, Alter. Komm, wir haben nicht noch. Ich bin einer Tara ist AFK. Der hat wahrscheinlich das gleiche Problem, was ich ab und zu habe. Endlich haben wir einen Angriff getroffen. Sie flüchtet. Das war sehr heavy, oder? So wie das jetzt passiert. Da sterben wir nur. Ich stirbt, hab ich gewusst. Ich hol mir einfach die Schrauben und mach einen Stück zurückzug. Und die Uhr zu einem. Yes, ich hab's erwischt. Erwischt sie auch. Erwischt B. Ich hab einen Schuss. Ich hab drüber. Ich hab Code und Code überlebt. Ich kite sie herum. Ich hol sie das Ding. Lauf nur rechts einer. Und ich hab sie geholt. Na! Ich hab nicht gewusst, was das passieren wird. Aber ich hab das
genial gemacht, oder? Da werden die geholt. Gibt es passiert? Die hat mich geholt. Dem habe ich jetzt nicht gerechnet, oder dass sie mich erwischt. Aber der Versuch was wert. Die sind alle drum eingeschlossen. Da hat sie einen Move besser machen wie ich. Ich hab geschossen und nicht getroffen. Wir haben nur zwei mehr. Wow, sie überholen uns. Sie haben Gleichstand. Sie haben 13, sie haben 1 mehr. Sie haben eine Belagerung rausgeholt, eine Level 13 Belagerung. Spieler, wir haben 4-2-1, wir waren mit Power 7, die waren 2-3-3, die waren Power 8, die waren 1 besser. Dick hat das gut gemacht, wir haben 8 erreicht. Wir haben ein absolutes Glück gehabt, dass die Gegner anscheinend wirklich gut gespielt haben. Wir spielen mal gegen Mortis, Nita und Spike und wir kriegen Bam dazu. Die Bam funktioniert, sie schickt wieder um, ich gehe da um. Einen Plan verfolgt, oder? Aber ich schieße aber auch mal Boot. Ich hab nicht getroffen. Ja, erst da. Ich erwische ihn nicht da. Nein, das ist kein guter Plan. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss das ganze Neue formieren. Ich muss mir da andere Welt holen. Das haben wir schon. Warte. Du hast erwischt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Die Nita kommt. Ich weiß noch, wie ich Nita gespielt habe und geflucht habe. Geflucht habe ich wie Sau gegen die Nita. Aber der Mortis macht uns alle kaputt. Wow, das war safe nicht genug, Alter. Das sieht die ganzen Modelle einzeln. Spike! Oh, ich bin rausgekommen. Du! Sie setzt am Bären. Hat mir gefallen! Yeah. 2-3-6 gegen 3-4-2. Es hat sich endlich einmal umgedreht. Wir haben ein anderes Ding. Es mag die Gitarre nicht einmal spielen. Er ist vollkommen egal, Alter, mit dem Power Level und mit dem Ganzen hat mir gut gefallen. Auch spielen wir, kriegen wir nochmal einen Tick, wir spielen mal gegen Poco, Tick und Tara. Dum. Schön langsam kommen wir in das ganze Spiel rein. Ich erwische sie nicht da. Kann machen, was sie will, und ich erwische sie nicht da. Wenn sie dann. Ich bin gestorben. Ich bin ihrer nachgelaufen und ich habe sie einfach nicht erwischt. Schaut, ist vollkommen egal. Ich will den Plan noch einmal verfolgen. Nein, die Tara hat mich geholt und es ist keine seitliche Unterstützung gekommen. Es, wenn die Unterstützung nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Da. Aber Lin, das ist nicht geschafft. Ah, die Tara macht mich fertig. Ich sneak hat mich erwähnt. Na! Ich bin jetzt auf, ziehe mich zurück und hab 9 Juwelen. Ich muss mich weiter zurückziehen. Tara.
Wow, der hat mich fast erwischt, Alter. Jetzt muss ich... Ich denke, was da spielt, wir haben gegen 1, 6, 3 gespielt, wir haben Power Level 10 gehabt, 4, 5, 2, 4, wir haben Power Level 11 gehabt, war fast ausgereicht. Ich habe Rang 10 erreicht, ich habe Rang 10 erreicht, ich werde das Spiel verlassen. Bibi auf Rang 10, das war der Plan und so fängt alles an. Na, Spaß beiseite, waren ein paar coole Runden, Holball jetzt dabei zum Schluss, schon langsam habe ich mich ans Timing oder die Spielweise von der Bibi gewöhnt. Freue mich schon, wenn ich sie endlich auf Rang 20 habe. Ich hätte gerne ein bisschen ein höheres Power Level mit ihr, aber wir werden mal sehen, wie wir das hinkriegen. Auf alle Fälle, in diesem Sinne sollte sich jemand um mich reißen, sagt ihm, ich bin scheißen. Ciao!